Achtung, Achtung, es folgt eine wichtige Durchsage. Das Hörspiel startet in 20 Sekunden. Wenn Ihnen unsere Hörspiele gefallen, lassen Sie uns gerne ein Abo auf unserem Kanal Hörspielklassiker da und aktivieren die Glocke, um nichts zu verpassen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nicht stundenlang durch diesen Tempel gehört, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass ein Blick in die andere Dimension dein ganzes bisheriges Wissen auf den Kopf stellen würde. Ich kann es kaum noch erwarten. Bevor ich aber diesen geheimen Mechanismus betätige, musst du mir etwas versprechen. Ich höre. Kein Sterbenswort darf über diese Entdeckung jemals über unsere Lippen kommen. Wir dürfen niemandem etwas verraten. Schwörst du mir das? Ja? Wir werden dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen. Aber sollten wir uns nicht trotzdem einen Lageplan aufzeichnen? Wenn wir ihn verschlüsseln, birgt das schließlich keine Gefahr. Gut, damit bin ich einverstanden. Wir müssen ihn aber an einem sicheren Ort verstecken. Also, du tritt ein Stück zur Seite und ich werde jetzt das Tor öffnen. Das gibt's doch nicht. Oh, ich werde wahnsinnig. Das kann doch nur ein Traum sein. Ein Albtraum. Denk an dein Versprechen. Das Geheimnis muss unter uns bleiben. Jahre später. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Als nächstes gelang zur Versteigerung die Nummer 37. Ein Schrumpfkopf aus Zentralafrika. Rufpreis 10 Mark. Wer bietet mehr? 12. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Versteigerung so spannend ist. Spät. Die Dame hinter uns hat gerade ihren Arm gehoben. Ich bin gespannt, für wie viel Geld der Schrumpfkopf versteigert wird. Ich auch. Das Tigerteam, Biggie, Luke und Patrick, befand sich in einem kleinen, ziemlich baufälligen Haus, in dem bis vor kurzem Samuel Boller gewohnt hatte. Er war Kapitän gewesen und über 50 Jahre lang zur See gefahren. Auf diesen Reisen hatte er auf der ganzen Welt Dinge erstanden und gesammelt, vom Schrumpfkopf aus Afrika bis zur Eskimo-Kette aus Eisbärzähnen. Vor 3 Monaten nun war der Kapitän Boller verstorben. Zuvor hatte er noch in seinem letzten Willen festgelegt, alle Habseligkeiten sollten versteigert werden. Das Geld, das dabei eingenommen würde, sollte der Naturschutzorganisation Rettet die Wale zukommen. Bietet niemand mehr als 22 Mark? Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Verkauft an die Dame mit dem blauen Hut. Einfach toll. Du hebst die Hand und schon bist du für ein paar Sekunden Besitzer eines ausgestopften Hais oder eines Fernrohres. Damit kommen wir zum nächsten Objekt.
Dieser interessante Kugelfisch. Der Rufpreis 5 Mark. Wer bietet mehr? Ich. Oho, die junge Dame bietet mit. 6 Mark. 7 Mark, der Junge neben ihm. So, jetzt waren wir für ein paar Sekunden fast Besitzer. Ihr Gebot, meine Herrschaften. Ihr Gebot. Wir sind bei 8 Mark. 8 Mark für die junge Dame. Bietet niemand mehr? Und jetzt lassen wir die anderen Leute weiterbieten. Also zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Verkauft an das Mädchen mit der Kappe. Das wollte ich eigentlich nicht. Mist, ich habe nur 5 Mark bei mir. Keine Panik, Biggie. Ich habe auch noch 2 Mark. Ja, und ich lege die restliche dazu. Danke. Mann, das wäre echt peinlich gewesen, wenn ich nicht hätte bezahlen können. Und was machen wir jetzt mit diesem ausgetrockneten Kugelfisch? Ein technisches Gerät wäre mir bedeutend lieber gewesen. Wir könnten ihn in unser Geheimversteck aufhängen. Oh nein. Oder in der Badewanne schwimmen lassen. Lass uns aufbrechen, Freunde. Los, Leute, Abmarsch. Komm. Wir kommen. Entschuldigen hier zum Sie, verehrte Dame. Dürfte ich machen? Natürlich. Der Rufpreis beträgt 18 Mark. Das Tigerteam bezahlte an einem Nebentisch und nahm den alten, porösen Kugelfisch entgegen. Dieser alte Fisch klingt so jämmerlich, dass wir ihn nicht einmal verschenken können, geschweige denn zum Maskottchen unserer Zentrale machen. Vielleicht ist das Ding innen hohl. Dann können wir ein Teelicht hineinstellen und ihn als Lampion verwenden. Toll. Aber nur, wenn wir eine Horrorparty steigen lassen. Hier, Biggie, deiner. Du darfst ihn tragen. Mann, oh Mann, das Tierchen ist getrocknet. Du hast wohl Angst, dass es dich trotzdem beißen könnte. Typisch, Jungs. So nichts zu gebrauchen. Also hört schon endlich auf. Warte, ich halte die Tür auf. Ja. Danke. Hey, der Kugelfisch! Ja. Oh, Verzeihung. Er ist zerbrochen. Können Sie nicht aufpassen? Stürmen hier rein und... Hey, seht euch das an. In dem Fisch steckt eine alte Papierrolle. Tatsächlich? Ja. Zeig mal her. Ja. Sieht ziemlich vergilbt aus. Mensch. Jemand hat sie mit einem roten Band zusammengebunden und mit Lack versiegelt. Ja. Mach doch mal auf, Patrick. Ja, ja, ganz ruhig. Los. Zeig mal. Was denn? Leute, na, das ist eine Schatzkarte. Eine Schatzkarte? Ah. Kinder, ich gebe euch 100 Mark für das Ding. 100 Mark? Ja, 100 Mark. Wirklich? Ja, ich meine es ernst. Ja. Überlegt nicht zu lange. Nein, wir verkaufen nicht. Gut, was sagt ihr zu 200 Mark? Bedauere. Oh. Mensch, Biggie, weißt du eigentlich, was wir uns für 200 Mark alles kaufen können? Ich zahle euch 300. 300? Ja, 300. Nicht in Frage. Wenn der Typ so scharf auf das Ding ist, muss da was dran sein. Wir geben die Karte nicht her. Also, was haltet ihr von 400 Mark? Das ist aber mein letztes Angebot. Nein, tut uns leid. Nichts zu machen. Oh. Aber wie wär's mit den Schätzen von Captain Boller? Die werden gerade versteigert. Kommt, Freunde. Aber hört doch, das geht doch nicht. Die Tiger drehten sich um und gingen mit der Schatzkarte zu ihren Fahrrädern. In der Aufregung bemerkten sie weder, dass der eigenartige Mann ihnen wütend nachblickte, noch dass zwei schräge Typen sich an ihre Fersen hefteten. Die drei Kinder schwangen sich auf ihre Räder und fuhren zu ihrem Geheimversteck. Es lag unter dem China-Restaurant zum Goldenen Tiger und der Eingang dazu war hinter einer hohen Holzstatue versteckt. Außer ihnen wusste niemand, dass man auf die beiden langen Eckzähne des Tigers drücken musste, um die Geheimtür zu öffnen. Das Tiger-Team schlüpfte hindurch und schloss hinter sich ab. Ja, schließ mal. Okay. Nun zeig schon. Endlich. Ja, los, nach. Moment. Also, seht euch mal die Karte an, Freunde. Da hat jemand eine Insel aufgezeichnet. Tatsächlich. Und in der Mitte befindet sich ein Gebäude. Was steht denn da drüber? Donnertempel. Was kann das denn sein? Weiß ich nicht. Aber guck mal, diese dünnen Striche scheinen Wegweiser zu sein. Ja. Ich zähle sie mal. 1, 2, 3, 4. Aha. Mensch. 7 verschiedene Wege führen zum Tempel. So viele? Könnt ihr mir mal erklären, was das bedeuten soll? Nicht. Vielleicht ist das ein Trick. Nur ein Weg ist der richtige. Das kann sein. Die anderen führen in Fallen. Wenn man zum Beispiel hier unten lang geht, landet man nicht in diesem Donnertempel, sondern in einer Schlucht. Oh, weia. Mensch, Biggie, wenn dein Verdacht stimmt,
Welcher ist dann der richtige Weg? Weiß ich auch nicht. Das werden wir bald wissen. Gib mir mal die Karte. Moment, hier. Ja. Das Papier fühlt sich irgendwie rau an. Moment mal. Ja, was machst du denn da, Luke? Das hier unten ist der echte Weg. Ich kann es euch sogar beweisen. Ja, das will ich sehen. Wie kommst du denn darauf? Reich mir mal die Kakaodose, Biggie. Willst du jetzt Kakao trinken? Nein. Obwohl, schlecht wär's nicht. Quatsch, ich will was anderes machen. Los, die Dose. Ja, Moment, hier. Danke. So, ein wenig Pulver auf die Karte, dann ein bisschen reiben und... Na bitte. Wow. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Auf diesem Weg hier bleibt das Kakaopulver haften. Kannst du uns das mal bitte erklären? Ja. Die Sache ist ganz einfach. Wenn man hier mit den Fingern über das raue Papier streicht, fühlt es sich an dieser Stelle hier viel weicher an. Und wisst ihr auch warum? Nee. Nein. Nun sag schon. Dieser Weg hier ist mit einer Kerze nachgezeichnet worden. Das Wachs ist für das Auge unsichtbar. Verreibt man darauf jedoch ein wenig Kakaopulver, bleibt es am Wachs haften. Die Sache wird ja immer rätselhafter. Mhm, glaubt ihr, in diesem Donnertempel befindet sich ein Schatz? Ja, klar. Vielleicht hat Captain Bonner dort etwas versteckt. Oder die Karte wurde von einem Seeräuber gezeichnet und der Captain hat sie in einem Laden im Hafen gefunden. Möglicherweise wusste er überhaupt nicht, was in dem Kugelfisch steckt. Mhm. Glaube ich nicht, Leute. Aber wo liegt die kleine Insel, auf der dieser Donnertempel steht? Das werde ich noch herausfinden. Mhm. Oh Mist. Es ist schon 4 Uhr. Ja. Ich muss heim, Hausaufgaben machen. Dann fahre ich jetzt auch zum Training. Luke, was ist mit dir, du schlauer Tiger? Ich bleibe hier und werde die Schatzkarte genauer untersuchen. Ich muss unbedingt herausfinden, um welche Insel es sich hier handelt. Ja, das ist gut. Zum Glück habe ich mein Minilabor hier. Mhm. Zwei Stunden später war Biggie mit ihren Hausaufgaben fertig. Sie streckte sich und verstaute gerade ihre Hefte und Bücher in ihrem Schulrucksack, als plötzlich... Biggie, Schätzchen, mach bitte auf, ich krümm mir gerade die Haare. Ja, aber nenn mich bitte nicht immer Schätzchen. Ja, bitte? Mädchen, ich muss dich warnen. Die Sterne haben mir Schreckliches verraten. Du hast heute Nachmittag das Verderben gekauft. Was? Aber... Es gibt nur eine Rettung. Werde es so schnell wie möglich wieder los. Verschenke es, verkaufe es, aber wirf es nicht fort. Sonst bleibt es trotzdem an dir kleben. Aber woher wissen Sie... Mädchen, nimm meinen Rat an, sonst droht dir ein großes Unglück. Glaube mir... Die Sterne lügen nicht. Nein. Biggie, Schätzchen, wer war es denn? Eine Frau. Sie wollte... Oh, knallt man doch nicht so unhöflich mit der Tür. Da entschuldigt man sich unter... Nein, nicht. Hallo? Hallo? Biggie, Schätzchen, bist du dir sicher, dass man dir nicht einen Klingelstreich gespielt hat? Das verstehe ich nicht. Naja, ich muss zurück ins Bad. Geh schon ran. Hallo, Luke vom Tiger-Team. Ich bin's, Biggie. Was gibt's denn? Lukas, da war gerade so eine Sterndeuterin bei uns in der Tür und hat behauptet, die Schatzkarte bringt uns ins Verderben. Ach, so ein Quatsch. Mag ja sein, aber wieso kommt die Frau zu mir? Gute Frage. Vielleicht war das ein Zufall. Das war kein Zufall, Luke. Ach, vergiss die komische Tante Biggie. Stell dir vor, ich habe auf der Karte noch eine Geheimbotschaft entdeckt. Soll das heißen, du weißt, wo diese Schatzinsel liegt? Allerdings. Ich schlage
schlage vor, dass wir uns nach dem Abendbrot noch einmal in unserem Versteck treffen und dann alle weiteren Pläne besprechen. Was hältst du von 7 Uhr? Das lässt sich einrichten. Gut. Und mache dir nicht allzu viele Gedanken um diese Sterndeuterin, Biggie. Die tickt vermutlich nicht richtig. Während die beiden Tiger telefonierten, stand Patrick im Hof des Hauses, in dem er mit seinen Eltern wohnte. Er hatte zwei schwere Gewichte in den Händen und machte damit verschiedene Übungen. Es war Frühling und noch ziemlich kalt, aber Patrick wollte trotzdem nicht auf frische Luft verzichten. Plötzlich bemerkte er, dass er beobachtet wurde. In der Hoftür stand ein großer, schlanker Mann in einem eleganten, grauen Anzug. Langsam kam er näher. Tag, mein Junge. Ja, hallo. Machen wir es kurz und bündig. Ich will dir ein Geschäft vorschlagen. Deine Freunde sind etwas hartnäckig und ungeschickt. Deshalb rede ich lieber mit dir. Du bekommst von mir die Ausrüstung für dein eigenes Fitnesscenter, wenn du mir die Karte beschaffst. Wie bitte? Ja, du hast richtig gehört. Dann brauchst du nicht mehr mit diesen jämmerlichen Gewichten zu trainieren. Du hättest die modernsten Geräte, wenn du mir noch heute die Karte übergibst. Wer sind Sie? Das tut nichts zur Sache. Ich komme heute Abend um 10 Uhr wieder hierher. Bekomme ich die Karte, zahle ich dir 5.000 Mark dafür. Also, mach keinen Fehler. Halt, so warten Sie doch. Gehen Sie nicht weg. Punkt 19 Uhr traf sich das Tiger-Team wie verabredet in ihrem geheimen Versteck. In diesem Tempel muss etwas besonders Wertvolles sein, wenn so viele Leute hinter der Karte her sind. Ja, das glaube ich auch. Ich werde auf keinen Fall um 10 Uhr in den Hof gehen. Ja. Natürlich nicht. Der Kerl könnte schließlich gefährlich sein. Ja. Wer bereit ist, so viel Geld zu bezahlen, der schreckt auch nicht davor zurück, die Karte mit Gewalt an sich zu bringen. Eben. Mhm. Was hast du denn noch eigentlich herausgefunden, Luke? Du meintest doch vorhin am Telefon, dass du noch auf einen weiteren geheimen Hinweis gestoßen bist auf der Karte. Allerdings, ich weiß jetzt endlich, welche Insel gemeint ist. Die Salztinte hat es mir verraten. Salztinte? Was ist denn das nun wieder? Ich erklär's dir. Wenn man einen Teelöffel Salz in einem Glas Wasser auflöst und damit zum Beispiel mit Hilfe eines Zahnstochers eine Botschaft auf Papier schreibt, wird die Schrift sichtbar, wenn das Papier erwärmt wird. Man kann es auf eine Heizung legen oder in den Backofen. Und das hast du gemacht? Nein. Ich bin mit dem Bügeleisen über das Papier gegangen. Und heraus kam das hier. Wow, das gibt's doch nicht. Mhm. Hier steht es, ganz deutlich. Südlich von Gran Canaria. Mensch, Luke, du bist echt spitze. Da müssen wir sofort hin. Quatsch, die Insel ist viel zu weit entfernt. Ich habe dort mit meinen Eltern mal Urlaub gemacht. Mit dem Flugzeug waren wir fast 6 Stunden unterwegs. Stimmt. So eine weite Reise können wir uns überhaupt nicht leisten. Und was machen wir jetzt? Wenn so viele Leute hinter dieser Karte her sind, halte ich es für das Sicherste, sie gut zu verstecken. Falls es jemandem gelingen sollte, in unser Geheimversteck einzubrechen, darf er sie unter keinen Umständen finden. Mhm. Der Lüftungsschacht! Klasse, Patrick! Ja. Gute Idee. Gitter ab. Ich helfe dir. Ja, nimm mal. Ja. Ziegelstein raus. Ist das schwer. Und Karte in den Hohlraum. So, jetzt den Stein wieder rein und das Gitter drauf. Ja, perfekt. Hui, das hätten wir. Freunde, die Karte ist sicher verwahrt. Ich muss jetzt leider dringend nach Hause. Was ist mit einem Tiger-Team-Treffen morgen nach der Schule? Ich bin dafür. Ich auch. Gut. Abgemacht. Dann begleite ich den noch ein Stück nach Hause, Biggie. Okay. Und du, Luke? Geht ruhig schon. Ich räume mir meinen Labortisch noch ein bisschen auf. Also dann. Ja, komm, Biggie. Gute Nacht. Gleichfalls. Wenige Minuten später verließ auch Luke das Geheimversteck des Tiger-Teams. Draußen war es bereits stockdunkel. Als er sich auf sein Fahrrad schwingen wollte, machte er eine schlimme Entdeckung. Beide Reifen waren platt. Jemand hatte die Luft herausgelassen. Fluchend und schimpfend schloss Luke das Rad wieder an und machte sich zu Fuß auf den Nachhauseweg.
Missmutig marschierte er los, denn der Heimweg war ziemlich lang. Dazu kam der eisige Wind, der durch die Gassen fegte und unter seine Jacke kroch. Plötzlich hörte Luke hinter sich Schritte. Jemand ging ihm nach. Er blieb stehen und tat so, als würde er in ein Schaufenster blicken. Auch sein Verfolger blieb stehen. Als Luke weiterlief, folgte ihm der Unbekannte dicht auf den Fersen. Jetzt bekam er es mit der Angst zu tun. Wer war das? Was wollte der Mann von ihm? Luke blieb stehen und drehte sich blitzschnell um. Was wollen Sie von mir? Moment mal, Sie kenne ich doch. Sie sind doch heute Nachmittag mit uns vor Captain Bollers Tür zusammengestoßen. Wieso folgen Sie mir? Entschuldige, aber also, ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Aber die Luft aus meinem Reifen rauslassen, das haben Sie sich getraut. Das war ich nicht. Übrigens, mein Name ist Pietro Mancuso. Mhm. Ich bin der Reporter bei der Abendzeitung. Aha. Ich weiß, dass ihr die Karte habt, von der Captain Boller manchmal erzählt hat. Sie zeigt den Weg zum grünen Feuer, pflegt er zu sagen. Ich vermute, dass dieses Feuer ein riesiger, wertvoller Smaragd ist. Ich wollte immer nach ihm suchen, aber nun bin ich zu spät gekommen. Warum erzählen Sie mir das alles? Hör zu, der Edelstein könnte euch gehören. Niemals. Wie sollen wir denn da hinkommen? Die Insel liegt ewig weit weg. Mit dem Flugzeug. Ich zahle dir und deinen Freunden die Reise. Wie bitte? Und wo ist der Haken? Kein Haken. Ja. Nur eine kleine Bedingung. Und die wäre? Ich möchte mitkommen. Alles fotografieren und einen Bericht darüber für die Abendzeitung schreiben. Wärst du damit einverstanden? Das hört sich verlockend an. Darüber müssten wir nachdenken. Ich muss das erst mit meinen Freunden beratschlagen. Okay. Ich bin morgen Nachmittag um 4 vor dem China-Restaurant und warte auf eure Antwort. Bis dann. Gute Nacht. Am nächsten Tag, Punkt 2, trafen sich die drei Tiger in ihrem Geheimversteck. Leute, der Mann mit der Pomadenfrisur stand tatsächlich Punkt 10 im Hof. Ja? Ich habe ihn vom Gangfenster aus gesehen. Er hat ein paar Minuten gewartet, dann ist er wieder abgezogen. Ich habe auch etwas Seltsames erlebt. Was? Auf dem Weg hierher ist plötzlich eine hellblonde Frau aus einem parkenden Auto gesprungen. Was? Sie war grell geschminkt und trug einen roten Lackmantel. Ja, und? Was wollte sie? Sie hat mich vor einem Mann namens Pietro Mancuso gewarnt. Was? Ich soll ihm ja kein Wort glauben. Er wäre ein ausgekochter Gauner. Danach ist sie wieder in den Wagen gesprungen und losgebraust. Oh. Kennt einer von euch diesen Mancuso? Ich nicht. Mancuso? Ja, ich. Der Typ hat uns ein tolles Angebot gemacht. Was? Erzähl schon. Luke berichtete in allen Einzelheiten, was er am Abend zuvor erlebt hatte. Freunde, wir fahren. Was? Was soll uns denn schon passieren? Wir sind schließlich zu dritt und er ist allein. Das stimmt. Außerdem ist es die einzigste Möglichkeit, das Geheimnis dieses Donnertempels herauszufinden. Ja. Oder wollt ihr darauf verzichten? Natürlich nicht. Aber unsere Eltern, Mensch, Biggie, die werden doch niemals zustimmen. Eben, ja. Dieser Hermann Kuso könnte doch so tun, als hätten wir bei einem Preisausschreiben der Zeitung gewonnen. In einer Woche beginnen die Osterferien. Bestimmt erlauben sie uns dann, nach Gran Canaria zu fliegen. Hoffentlich. Eine ziemlich gerissene Idee, Biggie. Wir sollten es versuchen. Auf diesem Weg. Dann kam der Tag der Abreise. Mit einem ziemlich flauen Gefühl im Magen bestieg das Tiger-Team das Flugzeug. Als sie ihre Sitzplätze suchten, machte Biggie eine Entdeckung, die ihr regelrecht den Atem verschlug. Luke, Patrick, los! Ich muss mich erst mal setzen. Hey, was ist los mit dir? Ich
habe etwas herausgefunden. Die Sterndeuterin und die blonde Frau, die mich gewarnt hat, sind ein und dieselbe Person. Was? Genau diese Frau sitzt drei Reihen hinter uns. Wieso bist du dir so sicher? Alle drei haben das gleiche Merkmal im Gesicht. Eine kleine Narbe am Mund. Das geht doch nicht. Still, da kommt mein Cousin. Ja, ihr drei. Geht's euch gut? Ja. Ja, alles wunderbar, ja. Ich sitze leider fünf Reihen hinter euch. Aha. Aber wir werden schließlich noch genug Zeit haben, um miteinander zu plaudern. Mhm. Also, bis später. Ja. Irgendwie misstraue ich diesem Reporter. Ich auch. Unsere Abreise wollte ich eigentlich noch bei der Zeitung anbieten und mich über ihn erkundigen. Naja, dummerweise habe ich das vergessen. Oh, Mensch. Vielleicht kannst du das im Hotel nachholen. Einige Stunden später setzte die Maschine zur Landung an. Gemeinsam mit Pietro Mancuso verließ das Tiger-Team das Flughafengebäude und bald darauf waren sie am ersten Ziel ihrer Reise angelangt. Der Reporter hatte für sie zwei große, nebeneinander liegende Zimmer in einem Luxushotel gebucht, von denen sie aufs Meer blicken konnten. Das Zimmer des Reporters lag ein Stockwerk höher. Toll, unsere Zimmer sind durch eine Tür verbunden. Aha, im Notfall können wir uns also gegenseitig schnell zu Hilfe kommen. Mhm. Wo hast du eigentlich die Schatzkarte, Luke? Ah, die habe ich gleich beim Einchecken im Hotel-Safe deponiert. Klasse, Luke. Du denkst einfach an alles. Mhm, aber klar. Und deshalb werde ich jetzt als erstes ein wichtiges Telefongespräch führen. Ja, mit wem? Tja, also, die Nummer... Ah, hier. Ja. Hier spricht Robert Hinterwald. Ich hätte gerne den Reporter Pietro Mancuso gesprochen. Wie bitte? Ja, Pietro Mancuso. Sind Sie ganz sicher? Ja, dann wiederhören. Was war los, Luke? Bei der Abendzeitung gibt es keinen Pietro Mancuso. Er hat uns angelogen. Was? Die Frau hat also recht gehabt mit ihrer Warnung. Sie meint es also doch nur gut mit uns. Wir müssen hier weg und so schnell wie möglich zur Insel. Ja. Kommt, Freunde, lasst uns verduften, ehe Mancuso hier auftaucht. Ja, los ja. Die Rucksäcke. Hastig packte das Tiger-Team die wichtigsten Sachen zusammen, holte die Schatzkarte aus dem Safe und lief zum Hafen. Aber niemand wollte den dreien ein Boot verleihen. Enttäuscht ließen sich Luke, Patrick und Biggie auf der Kaimauer nieder. Na, konntet ihr ihm entkommen? Die Frau! Wer sind Sie? Ich war eine gute Freundin von Captain Boller und möchte auch euch eine gute Freundin sein. Deshalb versuche ich seit einer Woche, euch davon abzuhalten, diesen Donnertempel zu suchen. Außerdem vertraut ihr den falschen Leuten. Das haben wir auch schon gemerkt. Mhm. Ja. Aber wir wollten trotzdem herausfinden, was das grüne Feuer im Donnertempel ist. Seid ihr wirklich fest entschlossen? Ja. Allerdings. Ich glaube, Captain Boller hätte seine Freude mit euch gehabt. Darum werde ich euch helfen. Mein Name ist übrigens Lola Lamar. Angenehm. Hallo. Das ist Biggie, Patrick und mein werter Name ist Luke. Angenehm. Hallo. Jetzt sollten wir aber keine Zeit verlieren, Kinder. Okay. Wir mieten uns schnellstens ein Motorboot und dann beginnen wir mit unserer Schatzsuche. Ja, ja. Okay. Eine halbe Stunde später hatte Lola Lamar tatsächlich ein schnittiges Motorboot organisiert und forderte das Tiger-Team auf, einzusteigen. Gerade als die Frau den Motor gestartet hatte, kam ihnen eine bekannte Gestalt auf dem Bootsteg entgegengelaufen. Hey, halt! Wartet! Kommt zurück! Es ist Pietro Mancuso. Achtet nicht auf ihn. Seid froh, dass ihr diesem Ganoven entkommen seid. Haltet euch fest, es geht los! Nach Zurzeit müssen wir genau nach Süden fahren. Wir sind auf dem richtigen Kurs und müssen die Nebeninsel in ungefähr einer halben Stunde erreichen. Oh. Ein Schnellboot verfolgt uns! Zwei Männer sind drin! Es kommt immer näher! Oh, ja. Es will uns rammen! Wir müssen über Bord! Los doch! Oh ja! Der eine Typ am Steuer, den kenne ich, der wollte uns die Karte abkaufen! Oh, was haben die beiden vor? Die sind doch wahnsinnig! Wir müssen schneller fahren! Los doch! Mensch, schneller, sie holen auf! Vorsicht! Ah! Verflixt, wir sind nass bis auf die Haut. Das war doch Absicht. Natürlich.
Sie drehen ab! Nein! Was haben die vor? Entweder ihr rückt sofort die Schatzkarte heraus, oder aber ich werde euch rammen. Ihr werdet absaufen. Ich zähle bis 10. 1. Hey Leute, schaut euch das an. 2. Die Schatzkarte ist nass geworden und das Papier hat sich in 2 Teile gespalten. 3. Wahnsinn. Dazwischen steckt noch ein Papier. Was? Sag mal. 4. Ein Schmetterling ist drauf gemalt. Hier steht... 5. Bei meiner Lieblingsbeschäftigung, dem Malen von Schmetterlingen, habe ich den Donnertempel und sein Geheimnis entdeckt. Das ist mein bester Schmetterling. Falte ihn und 7. Bewahre ihn gut auf. Er kann im rechten Licht dir einen wichtigen Schritt zeigen. 9. Was ist? Hört bald! Die Karte kannst du nicht mehr holen. Hol sie dir, du Mistkerl! Ah, ja, nicht her. Jetzt komme ich. Ich komme euch. Festhalten, Kinder! Ich kriege euch. Ja. Was? Gleich habe ich euch. Was ist geschehen? Backbord hat sich eine Sandbank befunden. Auf die habe ich den Ganoven auflaufen lassen. Super! Wie die Freundin von Captain Boller vorhergesagt hatte, tauchte nach ungefähr 30 Minuten Fahrt vor ihnen eine kleine Insel mit schroffen, schwarzen Felsen auf. Das musste sie sein. Die Insel mit dem Donnertempel. Frau Lamar lenkte das Boot geschickt zum Ufer und ging vor Anker. Nicht nur die Felsen, auch der Sand ist schwarz. Ich denke, das ist ein erloschener Vulkan. Oh, Wahnsinn! Das letzte Stück müsst ihr durchs Wasser warten. Okay. Kommen Sie nicht mit? Ich bewache besser das Boot, sonst kommen wir vielleicht nicht mehr von hier weg. Also los, Freunde. Viel Erfolg. Danke. Danke, können wir gebrauchen. Patrick ging voran, gefolgt von Biggie. Dicht hinter ihr ging Luke, die Karte in der Hand. Er sagte seinen Tigerfreunden genau an, in welche Richtung sie gehen mussten. Der Weg zum Donnertempel führte durch dichtes Dornengestrüpp, durch tiefe, düstere Schluchten und über ein ausgetrocknetes Flussbett, wo zwischen den Steinen Skorpione krochen. Die drei Tiger hatten ungefähr die Hälfte des Weges zurückgelegt, als sie plötzlich zu einer Wegkreuzung kamen. Ratlos blieben sie stehen. Wo soll's jetzt bitte lang gehen? Auf der Karte ist nicht eingezeichnet, welcher Weg der richtige ist. Probieren wir sie doch einfach der Reihe nach aus. Habt euch nicht so ihr Angst haben. Mir nach! Aber Biggie, wir sollten vorsichtig sein. Stellt euch doch nicht so an, ich... Biggie! Nein! Hilfe, ich versinke! Treibt an! Nicht die Beine bewegen, halt still! Aber da versinke ich gar nicht! Doch, mach doch was! Durch der Schwamm bekommt der Treibsand nur noch mehr Kraft! Hack mit an, Patrick, komm, mach doch! Halt doch schon, Mensch! Halt euch, ich rutsche immer zu! Ja! Ja, ist ja gut, ich hab dich jetzt! Oh, verdammt! Danke! Vielen Dank! Und ab jetzt laufen wir nicht einfach blindlings los. Ich fürchte, alle diese Wege sind gefährlich. Ja, ich glaube auch. Luke, schau mal. Was für Pfeile. Da hat jemand aus Steinen Pfeile in den Sand gelegt. Wir sind also auf der richtigen Fährte. Spürt ihr das? Der ganze Boden weht. Der Vulkan. Sollen wir wirklich weitergehen? Der Vulkan ist wohl doch nicht erloschen. Deshalb knallt und blubbert es auch immer wieder im Inneren des Berges. Wahrscheinlich. Aber es besteht sicher keine Gefahr, dass er ausbricht. Wir haben es bis hierher geschafft. Jetzt sollten wir auch weitergehen bis zum Tempel. Also gut. Vorsichtig. Biggie achtete jetzt sehr genau darauf, wohin sie ihren Fuß setzte. Immer wieder hörte das Tigerteam hinter sich ein Rascheln oder Knirschen. Gab es hier oben Tiere? Oder folgte ihnen gar jemand? Sie drehten sich um.
Doch niemand war zu sehen. Endlich hatten die drei es geschafft. Sie waren am Gipfel angelangt. Vor ihnen erhob sich der Donnertempel. Vier wilde, bullige Gestalten aus Stein, die nur aus Kopf, Armen und Beinen zu bestehen schienen, standen zu beiden Seiten des Eingangs und hielten das schwere Steindach. Wow! Das gibt's doch gar nicht. Oh. Seht euch das an. Der Donnertempel. Oh. Na dann los, kommt rein. Aber vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig. Hallo! Verdammt finster hier drin. Ja, holt eure Taschenlampe raus. Ja. Ja. Eine Treppe führt hinab. Langsam. Ganz vorsichtig. Verdammt unheimlich. Schaut euch diese unheimlichen Fratzen hier im Stein an. Wie die uns anglotzen. Was haben die wohl zu bedeuten? Wahrscheinlich sollen sie Eindringlinge abschrecken. Spürt ihr das? Beben wird stärker. Der Gang wird schmaler. Hier entlang. Wir sollten uns beeilen. Mhm. Ich habe keine Lust, von den Steinen verschüttet zu werden. Ja, schnell. Ach. Eine Halle. Wer mag das hier nur gebaut haben? Für solche Fragen haben wir jetzt keine Zeit. Los doch weiter. Ja, komm. Schon wieder ein Gang. Puh, verdammt eng hier. Mhm. Wir sind kurz vor dem Ziel. Ich spüre es ganz deutlich. Hä? Freunde, hier ist Schluss. Es geht nicht mehr weiter. Kein Diamant, nur ein großes Steintor. Auch hier sind diese grässlichen Fratzen eingemeißelt. Wirklich. Falls es diesen grünen Diamanten wirklich gibt, liegt er hinter diesem Tor. Ja. Toll. Und wie kriegen wir das jetzt auf? Macht die Augen auf und seht zu, dass ihr einen Schlüssel findet. Aber das Tor hat doch überhaupt kein Schloss. Es muss einen Trick geben, um es zu öffnen. Vielleicht muss man da einer dieser Fratzen auf die Nase drücken oder in den Ohren ziehen. Das machst aber du, ich nicht. Wenn es weiter nichts ist, wartet. Halt, ich habe eine Idee. Versuch's erstmal mit meiner Taschenlampe. So. Vorsichtig in das Maul schieben. Und Das Maul hat die Taschenlampe durchbissen, als wäre sie aus Butter. Oh nein. Stellt euch vor, ich hätte da meinen Finger hineingesteckt. Moment. Vielleicht hat die Zeichnung des Schmetterlings etwas mit dem Tor zu tun. Meinst du? Wo hab ich sie? Ah, hier. Das glaubst du doch selbst nicht. Ja, vielleicht, Biggie. Hör zu. Bei meiner Lieblingsbeschäftigung, dem Malen von Schmetterlingen, habe ich den Donnertempel und sein Geheimnis entdeckt. Das ist mein bester Schmetterling. Falte ihn und bewahre ihn gut auf. Er kann im rechten Licht dir einen wichtigen Schritt zeigen. Ja und? Schaut mal nach oben. Durch das winzige Loch, dort fällt Sonnenlicht herein. Ja, tatsächlich. Ich falte den Zettel und halte ihn gegen das Licht. Und seht doch, das ist die Lösung. Tatsächlich. Durch das Licht betrachtet ergeben die zwei übereinanderliegenden Schmetterlingsflügel das Bild eines Dämons. Oh. Ah, seht her, die Fratze auf dem Zettel stimmt haargenau mit dieser Figur auf dem Tor überein. Nur mit dieser. Ja, hast recht. Und du willst doch wohl nicht deine Hand reinstecken? Ich fürchte, es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben. Also, Freunde, wünscht mir alles Gute. Mhm. Ich wage es. Jetzt. Nein! Unglaublich. Klasse, Luke. Das hätte ich mir nie gewagt. Wo sind wir hier? Ein Garten. Das ist kein gewöhnlicher Garten. Wahnsinn. Es
Seht euch doch die Blumen, Kräuter und Grashalme an. Alles hat die Größe von Bäumen. Oh. Kommt, Leute. Fantastisch. Seid vorsichtig. Ah! Eine Ameise. Himmel, wie ist sie so groß wie ein Pferd? Sie bewegt ihre Fühler. Sie beachten sie sich. Seid vorsichtig. Das rote Blut auf dem Boden ist eine gefährliche, fleischfressende Pflanze. Wer auf sie tritt, ist verloren. Wie bitte? Normalerweise ist sie so klein, dass sie sich nur von Mücken ernährt. Aber dieses Riesending verdaut sicher auch einen von uns. Die Blätter schließen sich blitzschnell und man ist verloren. Die Sonne beschreibt diesen ungewöhnlichen Fleck Erde, in dem die kleinsten Gewächse zu riesigen Pflanzen heranwachsen. Es muss an irgendeiner Strahlung liegen oder mit dem Vulkan zu tun haben. Leute, hier könnten Riesenviecher und Monster gezüchtet werden. Ich verstehe jetzt, wieso Captain Boller seine Entdeckung so gut verschlüsselt hat. Dieser Ort darf nicht in falsche Hände geraten. Es sollten nur die richtigen Leute sie wiederfinden. Verdammt! Was ist das? Was ist los? Jemand ist uns gefolgt. Nein. Schnell, wir müssen raus hier. Zurück durch das Steintor. Ja. Das haben wir noch geschafft. Das Tor schließt sich von allein. Hey, wir müssen wissen, wer uns gefolgt ist. Ja. Schneller, Freunde, los doch. Eines stand für Biggie, Patrick und Luke fest. Sie konnten keinem mehr trauen. Sie beeilten sich, heil aus dem Donnertempel herauszukommen und rannten über den Vorplatz. Sie liefen auf die hohen Felszacken zu, als sie plötzlich Stimmen hörten. Patrick signalisierte seinen Freunden, stehen zu bleiben. Vorsichtig schlichen sie näher an die Felsen heran und spähten dahinter. Wahnsinn, da stehen sie alle. Der Mann aus dem Motorboot, sein Komplize und Frau Lamar. Sie alle unter einer Decke. Der Angriff auf uns war also nur vorgetäuscht, damit sich Frau Lamar unser Vertrauen erschleichen konnte. Wir müssen näher ran. Vielleicht können wir sie belauschen, aber ganz leise. Die drei Kinder finden da nie wieder heraus. Irgendwann wird man ihre Skelette entdecken. Und es ist kein Edelstein in dem Tempel? Keine Spur von Edelsteinen. Dafür aber riesige Pflanzen, meterhohe Insekten. Und, ist das nicht für dich interessant, Harry? Klar, wir können ja Rieseninsekten und Killerpflanzen züchten und sie als lebendige Waffen verkaufen. Dann können wir zur Weltspitze des Waffenhandels werden. Der Schlüssel liegt in unserer Hand. Niemand kann uns aufhalten. Die sind doch wahnsinnig. Moment, da war was. Weg, schnell weg. Ja. Die Kinder, fang sie ein, Harry. Sie dürfen nicht entkommen. Ich kann nicht mehr. Schnell, über die Hängebrücke. Ja. Der Kerl kommt näher. Er ist nicht mehr hinter uns. Was passiert ist? Wir sehen nach, was da los ist. Vorsichtig, das Blech ist alle. Die Latten sind auseinandergebrochen. Was starrt er denn so entsetzt ins Wasser? Da sind Piranhas im See. Harry ist sicher noch eine Weile damit beschäftigt, ans Ufer zurückzuklettern. Los, wir schnappen uns das Boot und fahren dann mit schnellstens nach Gran Canaria zurück. Auf, Leute, sonst kriegen sie uns doch noch. Ja. Als
Als Biggie, Luke und Patrick außer Atem den Fuß des Berges erreicht hatten, kam ihnen plötzlich Pietro Mancuso entgegen. Das Tigerteam blieb stehen und wusste nicht, wie es sich verhalten sollte. Gehörte der angebliche Reporter auch zu der Bande? Endlich habe ich euch gefunden. Seid ihr verrückt? Lebensmüde? Wie konntet ihr nur mit dieser Frau mitfahren? Halt, halt. Uns interessiert erstmal nur eins. Wieso kennt sie niemand bei der Abendzeitung? No. Ach, das wisst ihr? Mhm. Allerdings. Naja, weil ich dort nicht arbeite. So. Noch nicht. Mhm. Mit dem Bericht über eure Reise und den Schatz will ich dem Chefredakteur beweisen, wie gut ich bin. Mhm. Können Sie uns beweisen, dass Sie tatsächlich Pietro Mancuso sind? Ich meine, der Name klingt verdammt italienisch. Ja, meine Eltern sind ja auch Italiener. Sie haben eine Pizzeria in München. Dort bin ich auch aufgewachsen. Hier, wartet mal. Ich kann euch meinen Journalistenausweis zeigen. Da. Luke, was steht drauf? Journalist. Stimmt also. Da sind sie! Los, weg! Hier rüber zu meinem Boot! Los! Doch Gas geben! Das war Rettung in letzter Sekunde. Aber die werden uns verfolgen. Können sie nicht. Die sitzen auf der Insel fest. Ich habe die Benzinleitungen der Boote durchgeschnitten. Super! Die wollen Killerpflanzen züchten und als Waffen verkaufen. Ja, das stimmt. Der Vulkan ist unheimlich fruchtbar. Monsterameisen haben wir gesehen. Ja. Monsterameisen? Die drei sind verdammt verdächtig. Ich finde, wir sollten die Polizei verständigen. Ja, das ist die sollte sich einmal vorknüpfen. Bisher haben sie kein Verbrechen begangen. Herr Mancuso meldete aber trotzdem der Hafenpolizei, dass sich auf der Insel drei Leute befanden, die sie sich einmal näher ansah und für viele Jahre hinter Gitter gebracht. Aber für das erfolgreiche Tigerteam war der Fall noch nicht abgeschlossen. Herr Mancuso, ja? Werden Sie in Ihrer Zeitung berichten, welches Geheimnis sich auf der Insel verbirgt? Ach, kommt nicht in Frage. Das Geheimnis bleibt geheim. Ich werde behaupten, Captain Boller hätte sich nur einen Scherz erlaubt. In Wirklichkeit gäbe es auf der Insel nur giftige Schlangen und gefährliche Insekten. Weshalb man dieses Stück Erde unbedingt meiden sollte. Super! Mega! Spitzenklasse! Ja, der alte Captain hat sein Geheimnis wirklich gut gehütet. Ja, aber nicht so gut, dass es das Tiger-Team nicht hätte lüften können. Wir sind Tiger, wir sind toll, lösen jeden Fall. Jawohl!